Liebe Whisky-Freunde, ich hoffe, ihr habt das Hitzewochenende gut überstanden und seid bereit für einen neuen Whisky, den ich heute präsentieren will. Und zwar ist das einer, den hatte ich schon länger auf dem Schirm und will ihn euch heute mal näher bringen. Und zwar ist es der Edredour Fairy Flag 15 Jahre. Und da hoffe ich, dass ihr ein bisschen Interesse dran habt und zuschauen wollt. Und dann sehen wir uns bis gleich nach dem Intro. Ja, nochmal ein herzliches Willkommen, liebe Whisky-Freunde. Willkommen auf meinem Kanal Schorns Whisky-Ecke. Und da soll Thema dieses heutigen Reviews sein, der Edredour Fairy Flag 15 Jahre. Zur Edredour Destille will ich jetzt nichts mehr erzählen. Hinlänglich bekannt, geführt von Andrew Symington, seit jetzt roundabout 20 Jahren und liegt in den östlichen Highlands, ist lange Zeit die kleinste Destille gewesen, jetzt ist es eine der kleinsten. Und dieser Whisky, der heute zum Thema ist, leider gibt es ihn zumindest nicht mehr auf dem Erstmarkt, aber da ich ihn von der Geschichte, die drumherum rankt, als auch von der Herstellungsart sehr interessiert hat, dachte ich mir, ich schnapp mir mal ein Sample und stelle euch den Whisky trotzdem vor. Ich habe mir jetzt ein Sample geschnappt von Simple Sample. Also nur zur Erklärung, ich habe jetzt nicht etwa irgendwas mit Simple Sample zu tun, weil ich jetzt in letzter Zeit öfters mal solche Samples verkoste, sondern ich finde es einfach gut und schön, was die anbieten. Also ich habe mit denen weder irgendeine Abmachung noch irgendwas, irgendeine Absprache. Ich kaufe mir dort gerne Samples und nur zur Erklärung, nicht, dass ihr denkt, ja, ich kriege da irgendwelche Vergünstigungen oder so, überhaupt nicht. Ich habe jetzt, als ich das Sample schon gekauft hatte, dann ein bisschen recherchiert, wie ich das so immer mache, Markt mal abgegrast und geguckt. Großflaschen gibt es dazu nur noch auf dem sogenannten Zweit- oder Sekundärmarkt zu sündhaft teuren Preisen. Zwischen, wie ich gesehen habe, zwischen 200 und 300 Euro. Das wäre er mir dann auf gar keinen Fall wert gewesen. Aber ich habe gesehen, es gibt in ein oder zwei Online-Shops noch Original-Samples, also die dann wirklich genauso eine Tube haben wie die 07er Flasche und auch so vom Sample her so gestaltet ist wie die originale Großflasche. Ärgert mich ein bisschen, hätte ich dann auch gerne gekauft, aber das wäre der Tipp an euch, wenn ihr da Interesse habt an dem Whisky, schaut mal nach. Es gibt hier und da noch ein, zwei Online-Shops, die Original-Samples noch führen. Also eine Großflasche für 200 oder 300 Euro, das wäre mir ein 15-jähriger Whisky, selbst wenn er sehr, sehr gut ist, nicht wert, würde ich also nicht kaufen. Aber das muss ja jeder für sich wie immer entscheiden. Leider gibt es den Whisky nicht mehr. Ihn gab es nur in den Jahren 2014 bis 2017. Ich habe hier das Bottle-Datum laut dem Sample 2015, also so ungefähr in der Mitte drinne. Und Hintergrund dieses Whiskys war ja, nachdem Edredour diesen 10-jährigen Standard auf den Markt gebracht hat, habe ich auch schon besprochen, und den 12-jährigen Caledonia, auch ein sehr schöner Whisky, habe ich auch schon besprochen, allerdings auch nur als Sample, dass das sozusagen die Fortsetzung war, dieser 15-jährige, der 2014 auf den Markt kam. Hintergrund war die Verfilmung oder ja, die Auflage oder das Erscheinen des gleichnamigen Films Fairy Flag. Fairy Flag bedeutet übersetzt, frei übersetzt, so viel wie Feenfahne, also die Fahne einer Fee. Und dieser Film schildert die damaligen Machtkämpfe einerseits zwischen den schottischen Clans und auf der anderen Seite auch gegen die englische Krone damals. Und Hintergrund war insbesondere der MacLeod-Clan. Und da gibt es heute noch auf der Insel Skye das Dunvegan Castle. Dunvegan, Whisky-Kenner werden es kennen, gibt es auch einen
Ja, eine Whisky-Reihe, die nennt sich dann Wagon. Ob es die jetzt aktuell noch gibt, weiß ich gar nicht, aber gab es mal. Und dieser Film, ja, handelt halt vom MacLeod-Clan. Und die sollen also immer bei ihren Kämpfen diese ominöse Fairy Flag dabei gehabt haben. Und wenn die Fahne entrollt worden sein soll, dann war der Sieg quasi sicher. Diese angebliche Feenfahne gibt es heute noch zu besichtigen auf diesem Dunvegan Castle. Daneben auch noch andere Reliquien oder Trophäen dieses Clans. Unter anderem habe ich gelesen, ein Horn von einem Stier, den einer der Clanführer der MacLeods da erlegt haben soll, nur mit einem einfachen Messer, glaube ich, war das. Da hat er ja zur Erinnerung daran das Horn dieses Stiers abgeschnitten und wird dort also auch gezeigt in dieser Burg. Aber wie gesagt, das ist nur der Hintergrund. Die Aufmachung dieses Whiskys, also Flasche und Tube, ist auf geteiltes Echo gestoßen. Wenn ich dann verkoste, zeige ich euch die Großflasche mal kurz eingeblendet. Insbesondere kann man dort in der Tat kritisieren, der fehlende Kontrast. Das ist also eine ganz dunkelblaue Tube mit dieser, ja, diesem Symbol da von dieser Feenfarbe drauf und dann in einem ganz schlechten Kontrast drauf befindlicher Schrift. Also man kann das also kaum lesen. Ja, ist also nicht so toll gemacht, aber wie gesagt, wer jetzt nicht nur auf Aufmachung steht, der Whisky ist jedenfalls, wie ich finde, toll. Und zwar ist der mit 46 Volumenprozent abgefüllt, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert und ist zunächst mal 8 Jahre lang in Ex-Bourbon-Fässern gereift und dann für weitere immerhin 7 Jahre in First Fill, also Fresh Oloroso Sherry Cask aus europäischer Eiche, weitergereift worden. Also das verspricht natürlich A, Tiefgang und B, eine ordentliche Eichenwürze, Eichenfracht von den europäischen Fässern. Diese Reifungsart ist ja bei Edre Dauer nicht allzu häufig. Also entweder man hat reine Bourbonfass gereifte Whiskys, noch in Fassstärke, oder man hat eben nur rein Sherryfass gereifte Whiskys. Diese Mischung ist jetzt nicht, kann es geben, ich habe jetzt nicht genau recherchiert, aber ist jetzt nicht so häufig bei Edre Dauer anzutreffen. Ja, mehr hätte ich nicht. Wie gesagt, das Batch, was ich hier habe, ist aus 2015. Es waren in den Jahren 14 bis 17 immer so im Jahr 1, 2, 3 Batches rausgekommen und 17 war dann Schluss. Warum, weiß ich nicht. Kann es mir nicht erklären, aber vielleicht hat man gesagt, gut, der Boom des Films ist vorbei, deswegen. Es war halt eine reine Sonderedition und ja, hat man es dann halt eingestellt. Gut, genug geschwafelt zum Whisky. Also die Farbe ist ja wirklich ein schönes, ja, dunkles, ja, fast schon rotbraun Mahagoni. Sehr schön anzuschauen, aber bei 7 Jahren Nachreifung oder Zweitreifung in First Fill Oloroso Sherryfässern, dann muss ja auch ein bisschen was rumkommen. Also diesen Dram hier habe ich jetzt, ja, wie gesagt, wie immer mindestens 10 Minuten vorher eingegossen. Und wenn man hier rankommt, dann merkt man schon diese deutliche Dunkelfruchtigkeit einerseits, aber auch diese, ja, Würzigkeit andererseits. Der Alkohol ist schön eingebunden, da ist nichts, was zu kritisieren wäre. Und man hat ja eine schöne, ja, Schokoladigkeit, dunkle Früchte, Datteln, so Pflaumenmus, sowas in der Art. Ja, es ist wirklich eine schöne, schöne, schöne Nase. Zum Wohl. Oh. Oh.
Doch, total kräftig. Einerseits ölig-cremig, aber dann treibt die Eichenwürze mächtig voran und dann flankiert von dieser Fruchtigkeit, die erstmal einen ganz erheblichen Speichelfluss einsetzen lässt. Und man hat dann, ja, ist schon dunkle Schokolade, bisschen Kaffeenoten noch. Diese Würzigkeit, man hat so ein bisschen Leder, ja, so alte Ledercouch, ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen Tabak. Und dann diese, ja, was sind das? Matschige Rosinen, Datteln. Ja, und jetzt am Ende vielleicht auch wieder dieser Pflaumenmus. Abgang doch. Also am oberen Rande des Mittellangen. Schön wärmend runtergehend, also wirklich ein schöner, gelungener Whisky. Na, jetzt sind die Früchte fast noch ein bisschen mehr da. Ich muss gestehen, von diesen typischen Bourbon-Noten, die man ja durchaus auch haben könnte, hier bei 8 Jahren Ausgangsreifung, wie dieses. Ja, vanillige Karamell merkt man nicht mehr. Also ich zumindest merke da nichts mehr davon. Das ist also diese überbordende Sherry-Kraft, die ja da der Whisky dann nach den zweiten 7 Jahren mitgekriegt hat. Ich muss aber sagen, es ist jetzt keine, wie in der heutigen Zeit so üblich, so aufgesetzte. Ja, Sherry-Bombigkeit, sondern es ist halt wirklich eine schöne gereifte Sherry-Fruchtigkeit, sage ich mal. Da merkt man auch die Qualität der Fässer. Es ist ja nicht wie heute, wo jetzt ein quasi nasses Fass befüllt wird und wo dann vielleicht noch 10, 15 Liter Sherry drin sind. Nee, das ist es gar nicht, sondern das ist wirklich ausschließlich von den Resten im Holz. Der im Holz befindlichen Sherry-Flüssigkeit und den offensichtlich guten Fässern zu verdanken, dass wir hier so einen schönen, wohlgereiften Whisky haben. Herrlich. Also, wer auf einen Sherry gereiften Whisky steht, der ist hier, muss sagen, noch mal besser bedient als mit dem Caledonia. Der war auch schon sehr gut, aber der toppt den noch mal meine kleine Länge. Ja, wie gesagt, es ist schade, dass es ihn nicht mehr gibt. Ausgangspreis war mal, habe ich gesehen, so zwischen 70 und 75 Euro. Dafür würde ich ihn jetzt sofort kaufen. Keine Frage, aber das ist halt schon alles 8 bis 10 Jahre her. Die jetzt aufgerufenen, ja, ausschließlich Sammlerpreise mit 200 bis 300 Euro da. Wäre ich nicht zu haben dafür. Wer jetzt andere Quellen hat und sagt, ich hätte hier eine Flasche abzugeben für bis 100 Euro, gerne melden. Wäre ich sofort dabei, aber ich habe nichts dergleichen gefunden. Es ist schade, aber leider nicht zu ändern bei solchen Altauflagen oder ja, älteren Whiskys, die es halt nicht mehr gibt, dann ist das so. Gut, aber ich bin trotzdem froh, diesen Whisky mal probiert zu haben. Wie gesagt, wenn ihr an einem kleinen Sample interessiert seid, schaut mal nach. Es gibt ihn sogar im Original-Tube, im Originalflasche, wie die Großflasche. Preise, glaube ich, waren so 14, 15 Euro. Das ist ja immer noch viel Geld für ein Sample, aber ja, durchaus lohnenswert. Gut, das soll es gewesen sein für den Dienstag heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis Freitag. Euer Sean.